Ach ja, die Corona-Zeit. Was hat sie uns nicht alles gebracht? Wir werden von Satanisten hier beherrscht. Im Grunde müssten alle jedenfalls Grundgesetz einschränkende Maßnahmen sofort beendet werden. Glauben Sie denn, dass es eine Elite gibt, die Kinder entführt? Ja, natürlich gibt's die. You better come with me if you wanna live. Bist du überhaupt? I'm the TA Security System. Moment mal, was ist das denn? Daran kann ich mich aber nicht erinnern. Anstatt sich Schwurblern, Verschwörungstheorien oder Depressionen hinzugeben, hat sich Bayazid Karimann dazu entschlossen, den Lockdown dafür zu nutzen, um mit seinen Töchtern einen Spielfilm zu drehen. Und möglicherweise fragt ihr euch jetzt, Bayazid Karimann? Muss man den kennen? Kommt der vielleicht aus Cannes? Nein, der ist ein ganz normaler Familienvater und er hatte einfach Bock, in der Corona-Zeit einen Film zu drehen. Wobei, gar keine Filmerfahrung stimmt auch nicht. Der gute Bayer ist ein übelster Filmenjoyer der 80er Jahre. Jason Voorhees, Michael Myers, Stand By Me oder Zurück in die Zukunft waren wesentliche Inspirationsquellen für seinen eigenen Film Strange Future. Bayer hat den kompletten Film mit einem Mobiltelefon gefilmt, außerdem hatte er ein Budget von 500 Euro und seine Verwandten und Freunde mussten als Schauspieler herhalten. Von der Bildqualität sieht das alles ganz gut aus, was für mich ein weiterer Beweis dafür ist, dass es heutzutage nicht mehr auf die Technik, sondern den Operateur dahinter ankommt. Bayer hatte mir eine Mail geschrieben und mich gefragt, ob ich seinen Film auf meinem Kanal vorstellen kann. Und mein erster Gedanke, als ich den Film gestartet habe, war: Holy shit, ist das Trash! Ich war schon dabei, den Film in die Tonne zu kloppen, aber dann betraten die Russen-Bullies die Bühne. Mein Geld ist jetzt gearbeitet, du Arbeitsloser. Geh beim Stelle. Und ich wusste, ich muss diesem Film noch eine Chance geben. In dem Film geht es um diese drei Gören. Martin, der in seinem zarten Alter schon einen prächtigeren Bart hat als ich, absolute Frechheit, zieht seinem Vater eine Zugangskarte ab, um sein super geheimes Roboterprojekt zu sehen. Gemeinsam mit seiner Schwester und einer Freundin findet er das Labor und erweckt dort versehentlich einen Killerroboter, der eine große Ähnlichkeit zu einem gewissen Jason Voorhees hat. Gleichzeitig finden sie noch den Roboter T11, der telekinetische Kräfte hat, offensichtlich eine Anspielung auf Stranger Things, und sie laufen T8 über den Weg. Das ist Bayer selbst, der eine passable Terminator-Imitation abgibt. Eine Zeitmaschine kommt danach auch noch ins Spiel, aber dazu später mehr. Der Film ist, wie erwähnt, in weiten Strecken sehr trashig, keiner der Schauspieler ist vom Fach, dementsprechend unbeholfen klingen die meisten Szenen. Haben Sie schon ungefähr eine Vorstellung, wann wir die Maschinen auftragsgebunden einsetzen können? Also ich habe die Hoffnung, dass wir bis zum Ende des Jahres ungefähr fertig sein können, aber ich kann es noch nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Immer wenn der Film versucht hat, sich selbst ernst zu nehmen, führte das dazu, dass meine Cringe-Rezeptoren Überstunden machen mussten. Und gerade diese Szene hier ist ziemlich schlimm. Dort wird in einem viel zu langen, sehr überladenen Dialog die komplette Erklärung über die Roboter gedroppt. Diese Exposition funktioniert leider überhaupt nicht, vor allem, da sie der zentrale Hebel für die Nachvollziehbarkeit der Haupthandlung ist. Aber hey, mir wurde gesagt, dass alle Beteiligten eine Menge Spaß hatten. Glücklicherweise nimmt sich der Film aber die meiste Zeit überhaupt nicht ernst, sondern kommt mit überzeichneten und von Stereotypen triefenden Charakteren um die Ecke. Und boy, da bin ich dabei. Los, Kinder, Ball her, Blatt. Gib den Ball her, du kleiner Spast, und fäng Scheine. Diese deutsch-russischen Gangsterspasten in Kombination mit ihrem tiefschwäbischen Akzent haben mich komplett aus dem Orbit geballert. Alle Szenen mit denen sind absolutes Comedy-Gold. Außerdem wurde mir dadurch auch ein weiteres Mal bewusst, wie unglaublich billig Daily-Telenovelas wie Berlin Tag und Nacht produziert werden müssen, wenn selbst ein zusammengewürfelter Haufen an Jugendlichen ohne Schauspielerfahrung überzeugender und besser abliefern kann. Mit am Start haben die Russen natürlich ihre Podrugi. Absolute Traumfrau. Die Lage beginnt zu eskalieren und es kommt zum Handgemenge. Finger weg! Was fässt du sie an? Ich bin die Einzige, die die Bitch anfasst. Alter, wer ist eine Bitch, du Bastard? Ein absolut Bangerlein folgt im darauf folgenden Wortgefecht. Der Russen Bliard Boy greift zum Alltagsrassismus. Was für Martin? Bist du adoptiert oder was? Du siehst aus wie so ein Engin oder Ali. Man merkt, dass Strange Future nicht aus einem woken Elfenbeinturm heraus entstanden ist, genauso wenig transportiert es problematische konservative Narrative. Der Film ist ehrlich, aus der Mitte der Gesellschaft und gespickt mit witzigen Anspielungen und liebevoll überzeichneten Charakteren. Der Wachmann, der sich gerade seine ex-jugoslawische Serie anschaut, während er genüsslich etwas Baklava vergenussferkelt, gleichzeitig aber mit einem tief badischen Akzent spricht, war für mich ein Sinnbild von Integration und Kulturverständigung. Manometer. Wo ist gut?
So muss die Baklava sein. Das ist die Baklava. So, die machen die Beste. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, dass der Film eine politische Botschaft hat. Deshalb möchte ich das nicht zu sehr vertiefen. Im Mittelpunkt von Strange Future stand sicherlich der Spaß aller Beteiligten. Und das merkt man auch. Unterhalten sich zwei Schamlippen. Sagt die Linke zur Rechten. Du, da sagt einer, ihr schmeckt salzig. Sagt die Rechte zur Linke. Macht ihr nichts draus. Das behaupten nur böse Zungen. Wie es sich für einen guten 80er-Jahre-Slasher-Film gehört, muss es neben schlüpfrigen Witzen in der Bäckerei auch noch ein bisschen Sexy-Time geben. In Strange Future gibt es leider kein Brustdrüsengewebe zu sehen. Skandalös. Dafür gibt es aber eine Love-Story, die jedem Amateur-Porno die Show stehlen würde. Hier ein kurzes Quiz zum Mitmachen. Eine dieser Szenen ist aus Strange Future und somit kein echter Amateur-Porno. Du Intelligenzbestie, hä? Was soll der Scheiße, ey? Ich lebe. Die Kacke mal zur Seite. Was sagen Sie, waren wir nicht schon beim Du? Ja, das stimmt, aber Dr. Stein hört sich doch viel prickelnder und erotischer an. Ich glaube, ich habe dir gesagt, dass ich am Montag mein Auto brauche, sonst wäre ich jetzt auch nicht hier. Erstens mal sind wir nicht per Du und zweitens mal ist das Auto Mittwoch fertig. Ich kann Ihnen das zeigen, wir haben das schriftlich gemacht. Strange Future hat ein paar legendäre One-Liner und viele sehr witzige Momente. Nicht ganz so überzeugend sind die Kulissen und das Pacing. Man sieht sehr deutlich, dass der Film an öffentlichen Orten und in ummodellierten Büroräumen gedreht wurde. Es fällt sehr schwer, dem Film abzukaufen, dass es sich dabei um ein geheimes Forschungszentrum für Roboter handelt. Recht gut gelungen sind hingegen die Spezialeffekte. Das Kostüm von Jason sitzt, ebenso Baya in der Terminator-Kluft. Seine Shotgun scheppert rein, genauso wie sein gebrochenes Englisch. Come with me, the time machine. Now. Sag mal, der spricht so beschissenes Englisch wie der echte Terminator aus dem Film. I can hear you. Auch die Kills können sich sehen lassen. Der Roboter Jason pflügt durch den einen oder anderen Nebencharakter und es spritzt eine gute Ladung angerührtes Blut aus Honig, Kaffee und Lebensmittelfarbe. Und um das alles noch etwas abzurunden, bekam das Blut dann auch noch etwas digitale Nachbesserung. Verblüffenderweise war das auf einem ähnlichen Niveau wie zum Beispiel einige Kills von Winnie the Pooh Blood and Honey. Das ist natürlich weit davon entfernt realistisch auszusehen, aber für einen B-Slasher-Movie mehr als ausreichend. Am meisten meckern könnte ich über das Pacing. Das ist teilweise grenzwertig langsam und zäh. Es gibt zum Beispiel wenig interessante Collagen aus Landschaftsaufnahmen, in denen von A nach B gelaufen wird. Das Ganze ist zwar untermalt mit Musik, von Rammstein über Kitschkrieg bis Huey Lewis, aber es fehlt die bildvisuelle und ästhetische Raffinesse, damit es tragen würde. Vor allem das erste Drittel tröpfelt vor sich hin, erst ab der Mitte kommt dann etwas Schwung in die Kiste. Den Film könnte man locker 30 Minuten kürzen, aber ich verstehe natürlich, dass jeder der Mitwirkenden seine eigene Szene weiterhin im Film haben will. Bei so einem leidenschaftlichen Projekt fällt der Spruch Kill Your Darlings natürlich schwer. Die Handlung selbst spielt für den Film eigentlich keine große Rolle, sie dient als Mittel zum Zweck, um die zahlreichen Anspielungen auf bekannte 80er-Jahre-Filme unterzubringen. Über Jason haben wir schon gesprochen, Michael Myers ist auch am Start und es gibt eine Zeitmaschine, die dem DeLorean einiges voraus hat. Gibt es einen bestimmten Grund, warum Sie gerade dieses Modell gewählt haben? Wenn es um so ein komplexes Thema wie eine Zeitreise geht, dann verlassen wir uns natürlich auf deutsche Ingenieurskunst. Ein paar Logiklücken sind mir natürlich auch aufgefallen. Zum Beispiel erklärt Martins Vater ihm am Anfang, dass er ihn nicht mit in seine Forschungsstätte nehmen kann. Kannst du mich da trotzdem mal mitnehmen? Geht leider nicht. Da dürfen nur ganz wenig Menschen rein. Kinder sind da leider nicht erlaubt. Ein paar Minuten später sehen wir aber, wie der Chef der Einrichtung seinem Filius eine Privatführung gibt. Guten Tag, die Herren. Das ist mein Sohn Mats. Hallo. Du wolltest mal die T11 sehen. Na, wie war's? Ja, war voll cool, aber gruselig, oder? Also entweder hat dieser herausgeputzte Rabenvater seinem Kind fett ins Gesicht gelogen oder der Chef hat sich ein paar Sonderprivilegien gegönnt. Wenn ich so drüber nachdenke, es ist beides ziemlich wahrscheinlich. Auffälliger ist das nicht vorhandene Zeitparadoxon. Am Ende des Films reisen die Kiddos einen Tag zurück in die Vergangenheit, also zu dem Tag, an dem sie sich auf den Weg zum Forschungslabor gemacht haben. Dort müssen sie sich jetzt selbst über den Weg laufen. Tun sie aber nicht. Sie erleben denselben Morgen mit ihrem Vater noch einmal, allerdings gibt es keine alternativen Varianten von ihnen. Da hat wohl jemand seine Zeitreisenhausaufgaben nicht gemacht. Worunter der Film auch leidet, sind die vielen handwerklichen Schnitzer und Unsauberkeiten. Der Ton in den Dialogen ist an vielen Stellen nicht ordentlich gepegelt, teilweise hören wir, dass unterschiedliche Szenen aneinander geschnitten wurden und sich die Atmosphäre geändert hat. Hier hören wir zum Beispiel ein vorbeifahrendes Auto, das Geräusch verschwindet aber abrupt direkt nach dem Schnitt. Nein. Eins in zwei dagegen. I can't kill him. You come with me in the time machine and you are safe. I bring you back in time. Das ist ja nur eine Energie. Allerdings hat Karimann auch nur mit einem 40-Euro-Mikrofon gearbeitet, was er auch erst am zweiten Drehtag angeschafft hat. Dementsprechend kann man auch nicht so viel erwarten. In dieser Szene wollte sich Sarah das Handy in die Tasche stecken. Beim Herauslaufen findet sie aber nicht den Eingang in der Hose.
Es hätte natürlich neu gedreht werden müssen. Außerdem gibt es sehr viele Schnittfehler, wenn eine Szene mit mehreren Takes gedreht wurde. Hier fasst sich Emma mit einem Finger an die Wange, nach dem Schnitt hat sie aber plötzlich ihre gesamte Hand an der Wange. Bei professionellen Sets gibt es für alle diese Aspekte eine Person, die einzig und alleine dafür verantwortlich ist, auf diese Dinge zu achten. So einen Continuity-Beauftragten kann sich dieser Film natürlich nicht leisten. Außerdem hat Bayer den gesamten Film mit einem einzigen Handy aufgezeichnet. Die Schuss-Gegenschuss-Aufnahmen waren dementsprechend eine große Herausforderung. Mich haben die Fehler auch nicht groß gestört, sie haben teilweise auf den humoristisch-trashigen Wert des Films sogar weiter eingezahlt. Und außerdem gab es die eine oder andere Stelle, in der man doch gemerkt hat, dass sich Regisseur Karimann etwas dabei gedacht hat. Diese smoother Transition mit einem Zoom von Jason auf Martin ist gut gelungen. Und das führt uns zu meinem Fazit. Ich habe großen Respekt vor diesem Projekt. Ich feiere es hart, dass sich Bayer dieses Projekt während der Corona-Zeit vorgenommen hat, um mit seinen Kindern etwas Zeit zu verbringen und seine kreative Energie zu entladen. Diese Art von Film ist mir definitiv lieber als jeder hochfinanzierte Chantal im Märchenland-Bullshit, die die deutsche Filmindustrie über uns regelmäßig erbricht. Genau deshalb wollte ich ihm auch auf meinem Kanal zu einer größeren Reichweite verhelfen. Ich mag viele der ästhetischen Entscheidungen in diesem Film. Aber nüchtern betrachtet bleibt Strange Future eine trashige Billigproduktion, der man die fehlende Erfahrung und das nicht vorhandene Budget an allen Ecken und Kanten anmerkt. Gleichzeitig ist diese Authentizität aber auch seine große Stärke. Entkoppelt von der fiktiven Ebene spürt man in jeder Szene die Leidenschaft der Beteiligten. Und diese Emotion ist auf mich als Zuschauer übergesprungen. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut, ich muss streng sein, ich muss hier jeden Film gleich bewerten. Und aus diesem Grund gebe ich Strange Future 3 von 10 Punkten. What? 3 von 10 Punkten? Was ist das? Fancy Reviews. Kein Bartwuchs, aber Trash-Talken wie ein großer. Ja, T13, wir müssen ihn ja nicht gleich umbringen. TF? Okay, ich korrigiere. Dieser Film ist eine glatte 10 von 10. Wenn ihr richtigen Trash-Talk von Fancy Reviews sehen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr unser episches Meisterwerk Strange Future schauen wollt, dann klickt hier. Ah! TF, T13, hört auf mit dem Scheiß, sonst versorge ich euch das nächste Mal mit Ökostrom.